um einen Bereich anderen Nutzern, die nicht in Confluence eingeloggt sind, also anonymen Nutzern, zugänglich zu machen, kann der Bereich veröffentlicht werden. Indem Sie den Bereich veröffentlichen, ist es nicht mehr möglich zu wählen, mit wem Sie den Bereich teilen. Ein öffentlicher Bereich kann von jedem innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens gesehen werden. Der Confluence-Admin muss erst die globalen Rechte zum anonymen Zugriff aktivieren, damit der Bereich veröffentlicht werden kann. Diese Berechtigung gibt dem anonymen Nutzer nicht automatisch die Berechtigung, jeglichen Inhalt der Seite zu sehen. Jedoch muss diese globale Berechtigung aktiviert werden, damit der Bereichsadmin die Option hat, anonymen Nutzern Zugriff auf den Bereich zu geben. Als Bereichsadmin veröffentlichen Sie den Bereich wie folgt. In dem Bereich gehen Sie unten auf der Randleiste auf Bereich Konfigurieren und dann auf Berechtigung. Wählen Sie unter Anonymer Zugriff Berechtigungen bearbeiten aus. Hier konfigurieren Sie die spezifischen Berechtigungen und klicken auf Alles speichern. An einen anonymen Nutzer kann keine Bereichsadmin- oder Seitenrestriktionen-Berechtigung vergeben werden. Wenn Ihr Confluence-System hinter einer Firewall zugänglich ist, können natürlich grundsätzlich auch nur Berechtigte mit Zugang zu diesem Bereich dort zugreifen. So können Anwender, die das System fast nie benutzen und nicht persönlich interagieren müssen, auch kostenfrei als anonyme Nutzer zugreifen, ohne dass das Unternehmen ein großes Sicherheitsrisiko in Kauf nimmt. Das kann eine Möglichkeit sein, Lizenzkosten einzusparen.